diese Due Diligence Reports der ersten Venture Capital Investoren war so, die kommen nicht aus der Autoindustrie, aber das ist deren Vorteil. Ja. Ja, die wissen nicht, dass Folgendes nicht geht, A, B, C, D, E, und deswegen geht's. Sodass wir sehr, sehr unvoreingenommen mit so einem richtig, wir haben mit so einem E-Commerce-Mindset in diesen Markt gegangen sind und wir gesagt haben, wie kann das denn sein, wir versuchen hier ein Auto zu verkaufen, da geht keiner ans Telefon. Ja? So nach dem Motto, das ist nicht blöd. Da sind 5, 6, 8.000 Euro Durchschnittstransaktion. Da wird ein Autohändler sagen, boah, das ist ja eine olle Karre und verdiene ich damit Geld und ist die kaputt. Aber mit der E-Commerce-Brille ist natürlich, wie viel muss ich strampeln, um ein paar Schuhe zu verkaufen? Lohnt sich für ein Auto erst recht. Und wie kann ich eigentlich über die gleichen Kanäle eine Transaktion ranholen? Damit habt ihr auch logistisch, glaube ich, Herausforderungen gemeistert, die sich niemand zugetraut hat, absolut. Ja, was Geschwindigkeit betrifft. Aber das Interessante war auch, dass wir, ich habe immer gesagt, wir schulden nur Geld. Und wenn man aus dem, ich kam ja vom E-Commerce, ich habe ja bei verschiedenen Rocket Companies da gearbeitet, unter anderem auch bei Home24. Home24 hat ein sehr, sehr komplexes Businessmodell, weil man natürlich bei Möbeln, Zweimann-Handling, ist das Bordsteinkante, muss man das selber aufbauen, bauen die das auf, baut das der Das ist so eine Riesenkomplexität, was sie jetzt auch natürlich immer besser meistern. Und dann gesehen habe, okay, was passiert, wenn dann ein Teil fehlt? Diese ganzen Prozesse, ja, diesen 90%-Case, liefern Kunde glücklich, fertig, der wird im E-Commerce immer schwieriger, besonders je größer das Geschäft wird. Ja? Wenn falsche Schnürsenkel dabei sind, dann schickt er die ganzen Schuhe zurück oder größer nicht. Wie immer gesagt, ist ja total cool, wenn es wirklich funktioniert. Wir schulden ja nur Geld. Hm. Ja? Man kann nichts Kaputtes überweisen. Wenn man es im Griff hat, wird man nie zu spät überweisen. Das war auch immer wichtig, so dieser Hygienefaktor. Wenn man uns googelt, da darf nie stehen, mein Geld kam zu spät. Ja. Ja, und das war eigentlich so das Reizvolle auch an diesem Modell, dass wir sagen, die Komplexität ist da, ist eine Riesenkomplexität natürlich, operativ. Ja. Ist dieses Fahrzeug wirklich das Fahrzeug? Gehört das auch demjenigen, der es behauptet? Wie kriege ich es wieder weg und so weiter? Aber ich glaube, das Schöne an unserem Businessmodell ist, jeder Fehler geht zulasten von uns, geht zulasten der Firma. Weil die Überweisung kriegst du immer hin. Und dann kann es hinter der Kulisse sozusagen krachen. Aber der Kunde hat gesagt, oh, ich bin da hingegangen, die haben das fair aufgenommen und die haben das verkauft und jetzt habe ich mein Geld bekommen. Und ja, Geld ist einfach auf dem Konto aus. Ja.